Bei stürmischem Wetter stehen wir hier vor dem Kuschbo in Bratelen und hier kommt ein wundervolles Konzert auf euch zu. Selbst wenn das Wetter nicht besser werden wird, wird das Konzert auf jeden Fall eure Laune einiges verbessern. Brigitte, du hast mich hier angestellt. Wieso, warum? Wen hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht Nadia und sie führt Regie führen bei unserem Anlass und darum sagt sie auch, was wir hier machen. Sagt die OK-Präsidentin, jetzt wollen wir mal fragen, sag jetzt, um was geht es genau, was ist der Inhalt des Konzerts? Es ist eine Swiss Love Story. Es geht darum, dass natürlich ist es eine Liebesgeschichte mit Verwirrungen, mit sehr viel Eifersucht und einer garten schlanken Lady, die die Hauptrolle spielt. Und vielleicht, oder vielleicht auch nicht, gibt es ein Happy End am Schluss. Und so wird das Ganze dann musikalisch unterlegt vom Frauenchor Bratelen. Wir machen eigentlich die Begleitmusik dazu. Es sind alles Lieder von Schweizer Interpreten, also über Göle, was haben wir noch, Zürich West. Und ewige Liebe. Ja. Und nein, ewige nicht, Liebe nicht, haben wir rausgelassen. Aber wir haben andere tolle Sachen gefunden. Jetzt habe ich gemerkt, das ist in dem Sinn gar nicht wirklich einfach ein Konzert, sondern es ist schon ein bisschen der Musical-Rahmen, den ihr gerne möchtet schlafen. Richtig, das ist so. Wir haben auch eine Band mit jungen Musikern von Bratelen, die uns hier unterstützen. Und ein Klavier, ein Alphorn. Und Piccolo, also es ist schon eine grössere Sache. Ja. Und zwei Schauspieler, die das Ganze dann auch werden darstellen. Wunderbar. Brigitte, jetzt musst du noch sagen, wann es ist. Am Samstag, 6. Mai, also am Samstag in der Woche.